Schlafmädchen beginnen. Ja, ich scheiß doch drauf hier. Quests sind immer gut. Ja, einverstanden. Ich tu's. Als kleine Entschädigung für den Gefallen, den du mir mit dem Training getan hast. Klasse. Schon mal danke im Voraus. Okay, jetzt aber... Wir sehen uns. Ja. Erstmal abspeichern. Ich muss mich wieder ein bisschen hier reinfinden, ne? Ich habe die ganze Zeit nur Mods gespielt. Und jetzt sind wir... Wir sind zwar... Das ist ja auch eine Mod, ne? Ist klar. Aber wir sind ja hier nicht der Ich, also der namenlose Held, sondern halt hier die Velaya. Die Welt ist halt die gleiche. Das war ja in Yoran nicht so. Und da war ich sowieso Dikurik erst gezockt. Da muss ich mich wieder reinfinden, weil ich drücke die ganze Zeit Steuerung und nach vorne, um mit jemandem zu reden. Dabei brauche ich ja nur Steuerung. Und es hängt gerade schon wieder so derbe und ich habe keine Ahnung warum, Junge. Hör doch auf, ey. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Grüß dich, Kurt. Ja. Mann, was ist denn los? Ist ja noch schlimmer. Du weißt doch, dass da mich niedergeschlagen hat. Keine Frage. Eine miese Sache war das. Und? Was meinst du? Bin ich schon so weit, es mit ihm aufzunehmen? Du willst Gleiches mit Gleichem vergelten, verstehe. Naja. Was ist denn los? Ich könnte... Was? Naja. Nun sag schon. Ich an deiner Stelle würde die Revanche noch eine Weile aufschieben. Umso wirkungsvoller trifft da dann der Schlag. Frag mich später nochmal. Er hat auf die falschen Leute. Okay. Wir sehen uns. Ja. So. Okay, jetzt müssen wir wieder zur Thekla, ne? Jo, glaub schon. Irgendwann muss das hier. Wie gesagt, hier, ne? Wie hieß er? Ona, genau hier Onas Hof für den ganzen Söldnern. Da ist der Drecksack, der uns verkloppt hat. Ist auch total fies, ne? Der Ich, also der namenlose Held, mit dem hätte mit dem kurzen Prozess gemacht, so innerhalb von 2 Sekunden. Iduriziel einfach mal auf die Mütze gehauen. Hallo Thekla. Aber gut. Ich weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Kurt hat mir eine Lektion erteilt. Er hat mir gezeigt, wie ich mich wehren kann, wenn ich weiter trainiere. Ich wusste gar nicht, was ein einfacher Eintopf für eine Wirkung auf hartgesottene Söldner haben kann. Tja, Kindchen, da hast du meinen Eintopf noch nicht gekostet. Jedenfalls hat Kurt dir den Gefallen getan. Das ist gut. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Das hätte er auch selbst wissen können. Das war doch schon. Ich sollte noch mal bei dir vorbeischauen? Das liegt doch auf der Hand. Ja. Aber erst will ich eine klare Antwort. Willst du den Hof wirklich verlassen, um in der Welt da draußen dein Glück zu versuchen? Oh Gott, Entscheidung, das ist nie gut. Ja, ich denke schon. Ah, okay, mach sie von alleine, gut. Möglich ist alles. Dann geh nicht ohne den Segen des guten Gottes. Nur eine Närrin würde sich nicht Inos schützende Hand versichern. Und guter Stahl in deiner Hand ist auch nicht zu verachten. Wird sich nie etwas ändern. Vielleicht gibt es sogar jemanden, der dich im Bogenschießen unterrichten kann. Das mag sich jetzt alles seltsam für dich anhören, aber glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Das hätte doch besser wissen müssen. Du scheinst dich ja wirklich mit dem Leben in freier Wildbahn auszukennen. Aber sag mal... Ich brauchst du das nicht zu fragen. Mich fragt ja keiner. Wer kann mir denn hier auf dem Hof den Segen Innos erteilen? Einer dieser blutrünstigen Söldner? Meine Meinung kennst du schon. Red kein Unsinn, Kind. Dazu musst du zum Kloster der Feuermagier. Es liegt nördlich der Taverne, auf die du unweigerlich treffen wirst, wenn du in die Stadt willst. Warum erfahre ich das jetzt? Und die lassen mich einfach ins Kloster reinspazieren. Natürlich nicht. Aber kurz vor dem Kloster gibt es einen Schrein. Einer der Magier ist meistens dort. Das ist kein Geheimnis. War das der Neoras, der da ist? Ich muss mir überlegen. Das liegt doch auf der Hand. Da hieß nämlich einer von den Neoras. Das habe ich früher auch. Glaube ich. Das war doch schon vorher. Eine Klinge wäre schon schön, aber ich glaube kaum, dass mir dieser Bennett aus purer Freundlichkeit ein Schwert schenken würde. Geschweige denn, dass mir auf diesem Hof jemand genug Gold leiht, damit ich meine Waffe kaufen kann. Ja, ich weiß. Aber das schwere Eisen, das die Söldner mit sich herumschlippen, wäre sowieso nichts für dich. Ich glaube, als Frau solltest du eine feinere Klinge, wie zum Beispiel einen Degen führen. Und vor einigen Wochen sind ganz in der Nähe des Hofes ein paar Banditen mit einem ziemlichen Haufen Waffen vorbeigezogen. Als sich unsere Söldner, sag ich schon unsere Söldner, nach dem Woher und Wohin erkundigen wollten, sind sie ziemlich eilig getürmt und haben dabei etliches Zeug verloren. Vielleicht haben sie auch das Passende für dich liegen gelassen. Mich brauchst du das nicht. Und wo hat sich das ganze Drama abgespielt?
Dort, wo der Weg zur Taverne vom Pfad in Richtung Sekops Hof gekreuzt wird. Genau das habe ich auch gesagt. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das alles war. Ich muss wieder reinfinden hier. Was soll ich mit einem Bogen? Oh, unterschätze einen guten Bogen nicht. Manche Probleme lassen sich besser aus der Ferne lösen. Besonders, wenn man alleine auf weiter Flur ist und der Atem zum Davonlaufen nicht reicht. Aber um einen Bogen richtig benutzen zu können, brauchst du einen Lehrer. Manch einer, der sich einbildete, mit dem Bogen schießen zu können, hatte plötzlich den Pfeil in der Hand und den Bogen von sich geschleudert. Das sieht recht blöd aus, das kann ich dir versichern. Danke. Mal sehen, ob ich all deine Ratschläge befolgen kann, Mutti. Hey, veralbere mich nicht. Sei vorsichtig, hörst du? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Glaubst du wirklich? Wegen der Ratschläge. Ja? Okay, haben wir noch nichts. Gut. Pass auf dich auf. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Okay, wir sollen also so einen Taktiken suchen und bla bla bla. Okay. Oh, die ist ja gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Also, bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ja, ja, ist doch alles da. Bla bla bla. Ja, so. Zack. Okay. Mal ein bisschen mit den Leuten hier reden. Ne? Muss man immer machen. Hallo, Elena. Ich erzähl dir noch nichts Neues. Was kann ich bei dir bekommen? Brauchen wir eigentlich momentan nichts. Wir haben natürlich null Geld. Das ist ja echt sehr, sehr schön. Bis bald. So, was haben wir denn? Toll, haben schon direkt einen Haufen wieder mit da. Ich denke, ja, okay, gut. Tekamet ist gut mit mir. Ja, müssen wir alles suchen. Das Training, ja. Okay, gut, wir müssen erstmal jetzt. Man weiß gar nicht oder mit wem können wir noch alles reden? Ja, mit dem Bauern geht's schlecht. Der ist unwichtig. vielleicht hat er ja was, man weiß. Bennett. Ich hab das mit da gehört. Tja, Kleine. Die Welt ist hart. Das ist wirklich nicht. Oh, danke für dein Mitgefühl. Nichts für ungut, Kleine. Ja, der ist ja nett hier. Hey, Hodges. Hallo, Kleine. Ich möchte mich für da entschuldigen. Du weißt, wir sollten also nicht alle solche durchgeknallten Kiffer. Ja. Nee. Nette Geste, Hodge. Doch da wird sich noch selbst bei mir entschuldigen. Das kann ich dir versichern. Kann ich bei dir ein paar Dinge bekommen? Schau her. Das habe ich anzubieten. Okay, ja, ich würde sagen, wir sparen mal auf ein grobes Schwert, weil das lohnt sich etwas. Das ist sehr billig. Vielleicht können wir das sogar hier... Nee, das reicht nicht aus. Schade. Naja, komm, wir sammeln ein paar Kräuter. Wir sehen uns. Ja, schön. Ich würde sagen, wir gucken uns ein bisschen um, finden das ein oder andere vielleicht. Und dann verkaufen wir das schnell und ja. Hier müsste ja genug Zeug rumliegen, eigentlich. Hier ist ja sehr viel los. Ach, hier die Schafe sind ja auch hier. Komisch, normal sind doch hier überall irgendwelche Kräuter. Hier ist gar nichts. Ist unfassbar. Und Schafe darf man auch nicht totschlagen. Da kriegt man nämlich noch Anschiss. Ach, guck mal, der Horst. Cool. Die heißen zwei Horsts. Okay. Horst mal zwei. Ich hätte das anders gemacht. Hier liegt was rum. Das gibt doch nichts. Aha, bringt nur wenig wahrscheinlich. Pepe. Hey, Pepe. Na, wie geht's deinen Schafen? Danke der Nachfrage. Aber du weißt ja, seit diese Wölfe viele Tiere gerissen haben, brauche ich mich auf dem Hof nicht mehr blicken lassen. Blöder Bulko, blöder. Ich hoffe, der ist im Miental verreckt. Tja, Ona kann ganz schön brüllen. Ja, da sagst du was. Aber vor dem nächsten Frühjahr sehe ich keine Chancen, dass meine Herde wieder wächst. Und bis dahin werde ich tunlichst den Kopf unten halten. Okay. Immer schön wachsam bleiben. Aha, Liesel, Horst. Okay, die weiblichen heißen Liesel, die männlichen heißen Horst. Das ist ja sehr einfallsreich. Und was ist da hinten? Direkt Orks oder was? Nee, ne?
Hier ist ein Überrestlager. Ach, sogar direkt ein rostiges Schwert. Werden wir zwar nicht brauchen, aber gut. Ah, hier sind Fälle. Das ist doch schön. Da kriegt man Geld für. Da kriegt man Geld für. Ja, ja, da kriegt man Geld für. So, Fell eines Schattenläufers. Boah, das ist einiges wert. Oh, eine Kiste. Bitte, bitte sei auf. Ja. Ja, ja, geht, geht. Schön, schön. Und das ist eigentlich der Hauptbestandteil von Gothic. Oder eher gesagt, teilweise. Da hinten ist ein Keiler und ein Irrlicht. Hab ich jetzt gedacht, da wäre ein Skelettmagier. Da hätte ich mir ja ganz schön die Hose geschissen. Ah, Pfeil, Pfeil. Das fand ich an Dikuri gut. Das muss ich echt sagen, dass es da so Pfeilbeutel gab. Das war sehr, sehr, ja, erleichternd, sag ich mal. Also die ganzen Pfeile hier einzeln aufzuheben. Was, wie viel haben wir jetzt? 4. Toll. Okay. Und da hinten sind Feldräuber. Apropos, können wir jetzt eigentlich schon... Ja. Hier. Und bevor ihr fragt, ja, ich habe sie schon etwas aufgepusht. Ihr kennt ja die Gründe. Falls nicht, ich will damit vermeiden, dass das Let's Play unangenehm wird, sage ich mal. Deswegen, ja. Ist auch ein bisschen leichter. Wie gesagt, nicht, dass ich das nicht könnte. Ist es einfach angenehmer. Auch für euch alle und... Ja. Da bin ich auch nicht der Einzige. Viele spielen auch auf einfach. Ich glaube, jetzt sind wir auf Mittel und... Wenn ich schon etwas stärker als normal, können wir auch auf Mittel lassen. Das ist jetzt ja kein Problem. Sammeln jetzt erstmal ein bisschen Zeug und ich glaube, wir haben jetzt ein rostiges Schwert. Brauchen wir dann direkt auch ein grobes? Ich meine, na gut, 10 Angriffspunkte ist schon ein bisschen was. Lohnt sich natürlich nicht. Naja, so stark. Oh, geil, da brennt was. Graunis! Okay, gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt Richtung Taverne. Seekopf. Ah, Seekopf war, glaube ich, der Bauer, der dann... War das der? Der, wo... Hey, Kleine. Was willst du, Großer? Hab gehört, dass du nach dem Ärger mit Dar den Hof verlassen willst. Wer sagt denn sowas? Stimmt's nun oder stimmt's nicht? Und wenn es so wäre? Und wo willst du denn dann hin? Ich meine, du musst doch ein Ziel haben. So, muss ich das. Und sei mal nicht so schnippisch. Ich wollte dir nur zu etwas Gold helfen, sozusagen als Startkapital für das, was du auch immer zu tun gedenkst. Sag das doch gleich. Ein wenig Gold kann auf meinem neuen Weg nicht schaden. Was hast du anzubieten? Die Pacht von Seekopfs Hof bleibt aus. Es gehen Gerüchte um, dass der Hof nicht mehr so richtig bewirtschaftet wird. Einige Landarbeiter sollen sich auch abgesetzt haben. Verstehe. Und du bist der Söldner, den sie auserkoren haben, nach dem Rechten zu sehen, stimmt's? Und du hast keine Lust zu latschen, habe ich recht? Naja, ich habe seit 2 Tagen mit dem Rücken. Eine der Bäuerinnen meinte, ich hätte einen Hexenschuss. Ich weiß zwar nicht, was der Gitter damit zu tun hat, aber es tut höllisch weh. Könntest du vielleicht... Ja, komm. Klar, ich kann mich mal bei Seekopf umhören. Ob ich die Pacht allerdings gleich mitbringe, wage ich zu bezweifeln. Seekopf ist nicht dafür bekannt, dass er gerne gibt. Ist doch wahr. Jetzt hängt es schon wieder, komm. Musst du auch nicht. Du sollst dich lediglich mal umsehen, was so läuft. Und sag mir zuallererst Bescheid. Schließlich habe ich die Aufgabe übertragen bekommen. Das mache ich. Wenn ich sonst noch etwas für dich tun kann? Wenn du so fragst, ja, du kannst was für mich tun. Weißt du, wo Sagitta, die Kräuterhexe, wohnt? Ungefähr. Ja, irgendwo nördlich im Wald. Dann geh doch mal zu ihr und frag sie nach Medizin für meinen Rücken. Das können wir auch machen. Das kann ich für dich tun. Schmerzen im Rücken sind kein Entzücken. Aber ist das nicht sehr gefährlich mit all den Viechern im Wald? Ich weiß nicht, ob ich denen schon gewachsen bin. Dann sprich doch mal mit dem blutigen Tobi. Der wollte den Gang schon für mich erledigen, hat aber panische Angst vor Hexen. So eine Amulettsammlung gegen böse Zauberei habe ich bei noch keinem gesehen. Wenn du ihm ein wenig Schnaps bringst, wird er dich bestimmt begleiten. Einverstanden. Das kann ich tun. Dann sind hier 50 Goldstücke für die Medizin. Ich hoffe, dass das reicht. Ich bin nicht krank, ich versichere. Mach dir mal keine Sorgen, das wird schon reichen.
Ja, mach mal dann. Pass auf deinen Rücken auf. Werden wir alles abarbeiten. Jetzt gehen wir erstmal zum Seekopf. Ah, Seekopf. Oh, wie lustig so. Ach ja, jetzt muss ich mich total wieder reinfinden. Ja, und ich wollte ja eben noch sagen, genau, Seekopf war der der Bauer, der, glaube ich, dann besessen war. Ja, glaub schon. Jarvis, ach, der alte Sack. Hier, jetzt steht er da vorne, der Sack. Ja, toll. Jo, und hier haben wir die ganzen Bauern. Das hier ist alles, sind alles Bauernhöfe vom Großbauern Oda. Sind die, glaube ich, untertan. Und da vorne war, glaube ich, genau da vorne die Hütte vom Buster, oder wie er hieß. Oder Booster, keine Ahnung. Booster, genau. Ja, Booster bestimmt nicht. Zumindest nicht mit 2 O. Und ich glaube, das hier war Seekopfshof. Ich bin mir aber nicht immer ganz sicher. Ich glaube es nur noch zu wissen. Das ist schon verdammt lange her.